Willkommen zu einem neuen Sims-Video, das nicht nur mich, sondern auch meinen PC fast in die Knie gezwungen hätte. Ich bin mir relativ sicher, dass, wenn du wüsstest, was sich hinter dieser Tür befindet, du direkt wieder umdrehen würdest. Denn ich habe ein Haus gebaut mit ganzen 2100 Räumen. Das bedeutet, wenn ein Sim beispielsweise auf die Toilette muss, muss er einige Räume durchqueren. Sind die Sims also in der Lage, 2100 Räume zu überleben, um nur auf die Toilette zu gehen oder sich etwas zu kochen? Und vor allem, was soll dieser komische Killerwaschbär am Ende? Das erfahrt ihr alles in diesem mehr als aufwendigen Video. Über einen Daumen nach oben, einen Kommentar und ein Abo würde ich mich sehr freuen und vielen Dank an GreyStillPlays, denn durch ihn kam ich auf diese Idee. Und jetzt viel Spaß bei dem Video. Schalöchen, meine lieben Popöchen. Das war cringe, aber macht nichts. Willkommen zu einem neuen Sims-Experiment und hinter mir im Nacken, visuell betrachtet, sitzt gerade eine Riesen-Community, die sich wünscht, dass wir heute wieder Sims quälen. Und zwar sagt der liebe Chat euch auch wieder Hallo. Denn es geht heute darum, 2000 Räume zu erstellen, bis die Sims zu ihren eigentlichen Raum kommen, den sie betreten wollen. Können die Sims unter diesen krassen Bedingungen überleben? Drehen sie durch? Attackieren sie sich gegenseitig? Ich bin sehr gespannt. Wir werden es auf jeden Fall herausfinden und haben heute wieder unsere wunderbaren Kandidaten dabei. Einmal Gnu, Lara, Revi, Maxi, Seth, Penno, Kronk und Ju. Und jetzt wird's gebaut. Heute haben wir übrigens eine ganz tolle Croissant-Füllung von zu vielen Türen und zu vielen Räumen. Dann würde ich sagen, Leute, fangen wir an mit dem wohl ätzendsten Projekt überhaupt. So. Wir machen jetzt erstmal alle Räume komplett einzeln und dann holen wir einzelne Räume raus, wo wir was drin haben wollen, oder? Also so können wir jetzt im Prinzip die Räume vorstellen. Boah, das wird ja richtig ätzend, ey. Jetzt müsste ich nur mal testen. Oh mein Gott. Ob das auch funktioniert. Lass mal kurz einen der Sims hier mal reingehen. Ja, geht. Und sehr unwohl. Die dreht direkt durch. Auf mein Rechner überlebt es. Der Arme platzt. Da wir ganz gemein sind, machen wir keine Räume für die Sims, sondern wir tun nur die einzelnen Needs. Wie zum Beispiel eine Toilette hier, ein Waschbecken hier. Wir verteilen quasi das, was sie brauchen. Wir müssen halt auch gucken, dass halt wirklich in jeder Ecke was ist, sonst nutzen die gar nicht alle Räume. Die Wände stehen. Ich würde sagen, bevor ich die Türen mache, die, glaube ich, alles komplett in die Luft sprengen, machen wir mal kurz die einzelnen Needs. Sie brauchen definitiv einen Kühlschrank. Und da dann auch die Wände ein bisschen wegmachen. So, ich glaube, das passt für einen Kühlschrank. Toilette. Machen wir auch hier eine hin. Und dann brauchen die Sims ein Bett. Machen hier einfach ein Bett hin. Wir machen hier einfach nur einen Pool hin. Da werden die alle hingehen. Ich wette es mit euch. Okay, lass uns mal nach einer Tür gucken. Das wäre eigentlich lustig, so ein aus Glas. Boah, das ist grausam, ey. Das ist wirklich grausig. Oh, jetzt dreht das Spiel auch komplett durch, ne? Das Spiel explodiert. Hilfe, es wird immer schlimmer. Oh mein Gott. Okay, ich glaube, wir starten mal neu, oder? Scheiße, das ist jetzt da. Oh, das ist ja blöd. Vielleicht kann ich ja jetzt einfach ein paar Wände entfernen, damit sie da noch zusätzlich langlatschen können. Wisst ihr, wie ich meine? Und so eine Art Labyrinth auch noch zusätzlich mit ein paar Türen, weil das Spiel hält es leider nicht aus. So ein paar Türen müssen wir schon noch reinmachen, Leute. Okay, ich hör auf, ich hör auf. Ich hab's verstanden. Okay, nicht eine Tür mehr. Jedenfalls sind wir jetzt soweit. Es sind jetzt 2000 Räume, ganz genau. Und dann würde ich sagen, das Experiment startet jetzt. Die Sims freuen sich ja schon richtig. Schaut mal. So, let's go, Leute. Die Lara will schon gar nicht mehr rein. Sie denkt so, nein, ich war da gerade drin. Ich will nicht. Nope. Okay, Ju geht direkt pennen. Und die anderen laufen mir einfach noch weiter durch. Oh Gott, das ist scheiße. Okay, die haben sich noch richtig motiviert. Ich gehe auch direkt pennen. Seth geht auch direkt in sein Bett. Oh, Lara ist davor schon gewesen. Oh nein! Oh nein! Okay, was macht Gronk? Gronk schläft. Ey, sind die so müde? Tatsächlich. Krass. Alle liegen schon schlafen. Außer Seth hat kein Bett mehr bekommen, glaube ich. Und er ist jetzt tatsächlich in diesen mehr als ekelhaft frustrierenden Raum einfach nur. Schaut mal, wie eng das auch alles ist. Da würde ich mich auch unwohl fühlen, ja, absolut. Oh Gott, es ist so schrecklich, ey. Um Himmels Willen, schaut euch das an. Es ist so fürchterlich! Seth hat jetzt keine Aufgabe, weil, wir wissen ja, Seth hat kein Bett. Ich würde sagen, wir entfernen jeden Tag ein Bett. Oh Gott, er wäscht es jetzt auch noch ab. Seth, nein! Und dafür darf er jetzt erstmal... Ach, das geht ja. Das haben wir relativ nah gemacht. Das ist ja nett. Eigentlich sollte ich hier den Weg zum Ding auch noch ätzender gestalten. Oh, Henno ist wach. Sieh an. Dann können wir auch direkt sein Bett mal entfernen. Dann machen wir da einen Fernseher hin, oder? Da lässt sich doch schön schauen. Vielleicht. Vielleicht machen wir es sogar einfach... hier hin. Jetzt wäscht keiner mehr freiwillig ab, oder? Doch, er wäscht immer noch ab. Oh Mann. Henno, das wird dein Tod bedeuten.
Oh mein Gott, das ist so blöd. Was macht denn Lara? Lara schläft noch. Oh, Lara ist durchsichtig. Ich glaube, wie gruselig das aussieht. So, was macht Hanno jetzt? Er geht schwimmen. Yes, der Erste, der schwimmen geht. Sehr schön. Mit geschwollener Brust aber auch, ne? Sehr schön, Hanno. Sehr schön. Rein da in den einsamen Pool. Oh Gott, das ist ja wirklich schrecklich. Also, da würde ich nie schwimmen gehen. Der Seth ist nur der Einzige, der leidet, weil er nicht so aufdringlich war und sich vor den anderen in die Betten gequetscht hat. So, jetzt guckt er auf seinen armen kleinen Fair. Oh nein, das ist so ein trauriges Bild. Lara ist gleich wach, Ju ist wach. Ju geht jetzt erstmal kochen. Und der läuft jetzt auch, ne? Ju wird jetzt den ganzen weiten Weg laufen. Die sind nur um die Scheiße zu kochen. Der hat noch richtig Bock drauf, Mann. Oh Gott, das ist so fürchterlich. Die Türen machen schon gar kein Geräusch mehr. Läuft einfach bei Lara vorbei. Da läuft es sich besonders gut, ey. Ich hoffe, der brennt jetzt hier nichts an, ne? Dann haben wir nämlich ein Problem. Und Maxi kommt dazu und isst. Ey, die sind rausgegangen. Die dürfen nicht raus. Und Ju frisst noch, während dass sie so angefurzt ist. Oh mein Gott. Oh, was macht denn Lara jetzt? Die gehen alle lieber raus, als dass sie drin sind. Das verstehe ich aber auch. Aber Leute, das sind meine Regeln. Ihr müsst alle reingehen. In die Tür zweck. Hier geht keiner mehr raus. So, ihr bleibt hier drin für immer und ewig. Auch ewig! Ja, es gibt eine Toilette, aber da muss sie jetzt leider da ganz nach hinten laufen. So, Lara, wenn du pinkeln musst, solltest du langsam gehen. Du hast noch einen langen Weg vor dich. Vor dir. Ich renne sogar schon zum Kochen. Oh Gott, Lara. Mach hinne. Was? Sie isst erstmal, aber sie muss doch aufs Klo. Ich glaube, da pinkelt sich gleich jemand ein, ne? Ja, jetzt geht sie aufs Klo. So, Seth ist ohnmächtig geworden. Geduscht hat sich auch noch keiner. Fernsehen tut auch keiner. Ju will mich voll labern. Sind halt alle wieder in der Küche, ne? Das ist halt wie im echten Leben. Ich sag's euch, bis es brennt. Und, hey, oh Gott, Kong muss auch aufs Klo. Aber Lara ist dort gerade. Da isst man doch lieber nochmal was. Genau. Dann lieber nochmal was essen, wenn man aufs Klo muss. Und Ju ist traurig. Warum? Ju ist traurig. Ausheulen. Oh, warum geht er sich ausheulen? Oh, es war aber ein kurzes Ausheulen. Oh, ich muss mich jetzt beeilen, ne? Ich pinkel mir gleich in die Hose. Schnell. Kommt da jemand hinterher? Nee, ich glaube nicht. So, wunderbar. Also, der Maxi hat es schon richtig geschafft. Dem geht es ja schon richtig gut. Nur irgendwie Seth kriegt es nicht hin. Seth geht es irgendwie schlecht. Ja, da isst man halt nur Joghurt den ganzen Tag. Mir geht es eigentlich auch ganz gut. Also den Sims geht es definitiv noch zu gut, muss man ehrlich gestehen. Ich glaube, wir müssen da noch was hinzufügen. Einen Sim, den man besser nicht über den Weg läuft, weil er einfach nur durchgehend aggressiv ist. Ich würde aber sagen, wir warten noch ein bisschen. Und dann am Ende machen wir nochmal Rampage. Das ist tatsächlich der Fernseher. Macht so viel Spaß, Leute. Oh, was haben wir gerade gemacht? Da war doch gerade ein Fernseher. Oh. Die verstehen sich auch alle zu gut. Maxi ist auf dem Klo und fühlt sich sehr unwohl und sehr beobachtet. Ich verstehe gar nicht, warum. Der weiß, die sehen ihn da durch die Türen. Ach so. Ach du Scheiße, Maxi. Oh Mann. Why? Why? Und er wird es 100% nicht sauber machen. Ja, jetzt versifft alles. Ne? Wie schnell das geht, dass die Sachen kaputt gehen. Denen geht es aber echt zu gut noch, ne? In diesem ekelhaften Gebäude. Die sind ja alle einfach in dem kleinsten Raum überhaupt reingepresst. Was ist denn los mit denen? Zu viert drinnen. Oh mein Gott, das ist ja voll schrecklich. Die wird in einen kleinen Raum gepresst, ey. Ey, wie sie alle auf einen... Aber man sieht schon, es ist so unerträglich, dass alle sich in einen Raum pressen müssen, weil es nur dann erträglich ist. Es sieht richtig witzig aus, wenn die da so drin gequetscht sind. Okay, oh Gott, Seth hat gepinkelt, oder? Und Revi war dabei. Boah, das ist so schrecklich. Ich würde da echt durchdrehen, ne? So lang auf so engem Raum. Was ist denn los mit euch? Okay, Lara muss pinkeln. Und sie geht aber lieber schwimmen. Alles klar, sie pinkelt im Pool, oder? Oh Gott, das machen doch manche, ne? Also langsam geht es ihnen schon allen durchweg schlecht. Die macht ja gar nichts mehr. Ah, jetzt. Hä, warum zuckt die denn so komisch? Hä? Warum schmollt denn ihre Lippe so? Ach so, weil sie pinkeln muss oder was? Und sie muss baden. Hat sie reingeschifft deswegen? Oder? Hat sie gerade reingeschifft? Nee, hat sie nicht. Aber warum geht sie jetzt duschen? Sie muss doch eigentlich aufs Klo. Macht halt gar keinen Sinn, sich jetzt duschen zu gehen. Und dann sich anschließend die Hose zu pinkeln. Hä, warum geht sie nicht aufs Klo? Ach so, weil das Klo kaputt ist. Warum repariert es dann halt auch einfach mal keiner von sich aus? Sie müssen alle aufs Klo und keiner repariert es von sich aus. Stattdessen gehen jetzt alle voll gepinkelt ins Bett. Oh mein Gott, der Seth. Und die unterhalten sich einfach im selben Zimmer wie er, anstatt ihn in Ruhe zu lassen. Das hasse ich ja, wenn du schlafen willst und Leute sich da hinstellen und dann einfach die ganze Zeit labern, obwohl du denkst, ich will einfach nur pennen. Und dann stinken sie auch noch im besten Fall. Jetzt habe ich ihn aufgeweckt. Jetzt gehe ich rein. Voll gepisst. Schrecklich. Also die Sims sind eigentlich echt selber nicht lebensfähig, weil die reparieren von selber nichts. Sie rufen nicht irgendeinen Reparaturdienst an, sondern sie benutzen die Sachen dann auch einfach nicht mehr. Oh, Revi, oh nein, Revi ist jedes Mal nackt in meinen Videos. Okay, du solltest jetzt langsam mal schlafen gehen. Oh Gott, kein Schlaf. Oh oh. Okay, gut. Nein. Oh, fall mit dem Schädel auf den Boden. Ich glaube, Kronk ist der Nächste, der jetzt hier gleich hinpinkelt, ne? Oh Gott, und Seth kriegt's voll mit. Oh, unangenehm. Okay, dann würde ich sagen, machen wir einen von uns jetzt zum aggressiven Schwein. Okay, komm, Hanno dreht doch öfter mal durch.
It has begun. Sehr wütend. Boah, jetzt rennt er ja richtig. Was geht denn mit dem ab? Henno ist so voll aktiv. Was geht denn ab mit dem? Warum ist Revi wütend jetzt? Was ist da passiert? Revi und Henno sind gerade mega aggro. Boah, hey. Das sieht wirklich aus wie Revi, ne? Wie er auch schaut. Er dreht langsam richtig durch. Here's Revi. Oh mein Gott. Also Henno versucht die ganze Zeit, uns irgendwie den Schädel einzuschlagen. Aber irgendwie geht's gar nicht. Also in Sims geht's jetzt nach dem fünften Tag schon überhaupt nicht mehr gut. Man sieht die langen Laufwege. Jetzt rächen sie sich. Am Anfang waren sie noch alle vital. Jetzt ist es dann doch schon relativ anstrengend. Selbstsicher. Was war jetzt los? Oh, was hat denn Seth da? Seth wurde geschlagen. Oh nein. Henno hat Seth geschlagen. Oh nein, der Kühlschrank ist kaputt gegangen, oder? Oh nein. Oh Gott, ab jetzt gibt's kein Essen mehr. Lara! Oh no. Ja, leider muss ich dich enttäuschen. Lara hat den Kühlschrank kaputt gemacht. Mit Essen ist nichts mehr. Oh doch, wo hat er denn das jetzt? Ach, das hat er vom Boden aufgehoben. Hä? Ach, die gehen trotzdem noch, aber die essen jetzt verdorbenes Lebensmit. Oh no. Nein! Oh nein, er isst verdorbenes Essen. Boah, dem muss es doch jetzt eigentlich gleich richtig schlecht gehen, oder? Hä, das hat ja gar keine Auswirkungen, oder? Langsam geht's den Leuten immer... Oh. Geht es den Leuten immer schlechter. Außer Ju. Der ist wieder der, der aus allem Negativen was Positives zieht und denkt, ach egal, komm, wir kochen noch was Schönes. Da wir jetzt sehen, dass die Sims eigentlich jetzt normal zugrunde gehen würden, finde ich, sollten wir das Ganze noch ein bisschen aufpeppen mit einem Psychokiller. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach Revi zum Killer. Gibt es nicht auch so Ganzkörperanzüge? Oh mein Gott, das ist dumm. Der Killer-Waschbär ist da. Ja, fühle ich, geil. So, Leute. Boah, der rennt ja richtig los. Okay, ich glaube, die Leute werden nicht lange überleben, ne? Was macht er denn jetzt? Das ist aber ein netter Killer. Der räumt erstmal auf. Du sollst deine Arbeit erledigen, Mann. Mit Kong plaudern. Er ist ein netter Killer. Los, du dummes Ding. Mach doch was. Ich kann auch twerken. Der twerkende. Der twerkende Waschbärmörder. Oh, das sieht aber dirty aus, ne? What are you doing, mate? Als würde er sich irgendwas in den Arsch schieben. Diese Mods sehen so doof aus. Puh, Hunger. Es ist so falsch einfach nur. Ja, irgendwie hat der... Aber der soll jetzt mal jemand umbringen, bitte. Ja, hier, endlich. Hör auf zu twerken. Open Gun Feuer. Ja, dann endlich. Und Maxi juckt's einfach nicht. Und er kommt auch noch dazu. Boah, da geht meine Reputation alles richtig runter. Oh mein Gott, und er stellt sich auch noch mitten rein. Das ist jetzt aber wirklich... Wo ist er denn hin? Wo ist er denn hin? Er ist verschwunden, er ist weggeglitscht. Nicht mal der Tod kommt, um ihn zu holen. And it's gonna be a long night. Okay, jetzt ist er im Rage-Mode. So schnell kann es gehen. Ja, es tut uns leid. Es hat sich in euren 2000 Räumen ein Waschbär eingewuselt. Oh Gott, Waschbär. Gnu, du solltest rennen. Aber Ju bleibt da. Alle anderen sind weggeglitscht. Können wir nicht mal abhauen? Oh, da kommt ja endlich mal der Tod und holt... Was hat er eigentlich hier im iPad drin stehen? Ciao, Ju. Und jetzt sitzt er auf dem Stuhl und erzählt uns, warum er uns alle umbringen will, oder was? Genau, ein paar Erbsen. Oh, er hat den... er hat den Tod umgebracht. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Jetzt kommt ja auch keiner mehr, die Leichen abzuholen, oder? Und jetzt bin ich dran, oder? Nein, nein. Ih, er tut mich jetzt nachmachen. Schaut mal, wie eklig. Er verfolgt mich jetzt. Ih, der ist ja richtig groß. Fremd. Hä? Wieso brennt sie denn jetzt? Was passiert denn jetzt auf einmal? Oh mein Gott. Ach du Scheiße, weil jemand kochen musste, oder? Oh Gott, da brennt ja wirklich jemand. Lara brennt. Oh no. Ja, Leute, hier ist ein Killer drin. Ihr solltet vielleicht auch mal einfach wegrennen und euch nicht die ganze Zeit zusammenfärchen, weil der kommt nämlich, glaube ich, schon, oder? Ja, der hat schon wieder richtig Bock hier, ne? Ein paar Opfer umzubringen. Ich mache jetzt einfach mal random Open Gunfire. Mal gucken, wer dabei drauf geht. Es ist so dumm. What's poppin', mates? Die sind alle weggeglitscht. Ich habe überlebt. Ich bin der einzige Mann. Ich habe gewonnen, Leute. Ich habe gewonnen. Definitiv. Alle anderen sind weggeglitscht. Die findet man auch nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wohin. Aber Fazit. Sims können generell, wenn ihr nicht eingreift, eh nicht überleben. Weil wenn Dinge kaputt gehen, reparieren sie es nicht. 2000 Räume. Denke ich, können sie überleben, wenn ihr ihnen genug Zeugs gibt. Jetzt aber mit einem Bett und Co. hätten sie es auch nicht mehr geschafft. Jedenfalls, ich würde mich über viele Daumen nach oben sehr freuen. Teilt das Video gerne. Es war sehr aufwendig. Und schreibt mir weitere Ideen, die wir machen
machen könnten, in die Kommentare. Ich habe schon eine coole bekommen, beziehungsweise zwei coole Ideen, dass ich dieses Video hier erstellt habe. Und ich glaube, wir haben dieses Mal Sims wirklich an den Rand der Verzweiflung gebracht. Muss ich echt sagen. Danke fürs Zuschauen. Ade mit Eva Schill. Und jetzt raus!